Hallo Jens, grüß dich. Hi. Hi. Du, ich habe ein paar Anfragen zu den VRL T1, T2 bekommen, ne? Und auf dem Ableiter stehen eine Menge technische Daten wie UC, UN, IIMP, IMAX und sowas. Und könntest du mir diese Daten mal kurz erklären und was für mich dabei wichtig ist? Ja, kann ich. Das ist ein Kombi-Ableiter, der ist ja sowohl nach Typ 1 als auch nach Typ 2 geprüft worden. Ja. Und die Typ 1-Ableiterprüfung wird mit einem Stoßstromimpuls der Kurvenform 10-350 Mikrosekunden geprüft. Und der wird hier mit IIMP abgekürzt. Ja. Und IN ist der Wert für die Typ 2-Ableiterprüfung und das ist ein 8-20 Mikrosekundenimpuls. Ne? Und damit man das besser verstehen kann, habe ich hier mal so eine Schautafel. Und zwar siehst du hier einmal eine rote und eine blaue Kurve. Ja. Die rote Kurve ist der 8-20 Mikrosekundenimpuls und die blaue Kurve der 10-350 Mikrosekundenimpuls. Beide sind laut den technischen Daten 12,5 Kiloampere bei diesem Produkt. Allerdings unterscheiden die sich natürlich dadurch, dass der 8-20 deutlich kürzer ist als der 10-350. Mhm. Damit ist der 10-350 wesentlich energiereicher als der 8-20. Okay, und der IMAX-Wert ist ja auch ein 8-20-Impuls. Wodurch unterscheidet der sich noch von diesem IN-Wert? Genau. Also nach Norm ist es so, dass der Ableiter den IN-Wert mindestens 19 Mal beherrschen muss und den IMAX, der ja hier mit 50 Kiloampere angegeben wurde, mindestens einmal, ohne zerstört zu werden. Ja, okay. Und was ist da noch der Unterschied zwischen UN und UC? UN ist die Nennspannung des Ableiters und UC die Ableiterbemessungsspannung. UN steht für die Systemspannung, wo er typischerweise eingesetzt wird und auf unserem Produkt steht da drauf, 240 schräger 415 Volt. Das heißt, hier für unsere deutschen Netze mit 230 schräger 400 Volt ist er optimal geeignet. Ja. Und das UC ist halt für die höchste Spannung, die du dauerhaft anlegen kannst. Ja. Dann ohne den Ableiter zu zerstören natürlich. Mhm. Aber dann ist dieser UC-Wert von 335 Volt sehr hoch bemessen, oder? Ja, das stimmt. Also in Deutschland ist es ja so, unsere Systemspannung kann zwischen plus minus 10% schwanken. Das heißt, 264 Volt als UC wäre hier ausreichend. Ja. Dadurch, dass das Produkt natürlich international verkauft wird und dort die Netze größeren Schwankungen unterliegen können. Deswegen ist unser UC-Wert so hoch. Okay, mal angenommen, es gäbe eine Systemspannung, die deutlich höher ist als 335 Volt. Eher unwahrscheinlich. Aber was würde wohl dann passieren mit diesem Ableiter? Denn es gibt ja auch Geräte auf dem Markt, die kleinere UCs aufweisen. Ja, da lass uns einfach mal rübergehen ins Labor. Vielleicht haben die Kollegen dort einen Versuch, an dem wir das einfach mal zeigen können. Ja. Hi Paul. Hi Paul. Grüß dich. Du, wir haben uns gerade mal die Frage gestellt, was passiert wohl mit so einem Ableiter, wenn dessen Ableiterbemessungsspannung, also dieses UC, deutlich überschritten wird? Ja, ich sehe schon, Ableiter habt ihr dabei, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Okay. Ja. Ich schließe den jetzt mal eben an unseren Versuchsaufbau. Wir legen jetzt hier eine Spannung von ungefähr 500 Volt an. Ja. Dann machen wir die Klappe zu, damit alles sicher ist und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, da seht ihr ungefähr die 500 Volt. Ja. 500 Volt, deutlich über 335, ja. Okay, guck, da hat er ausgelöst, hat er abgetrennt, auf defekt ist er gegangen. Und das ist ja gut zu wissen, dass wenn mal doch eine zu hohe Spannung anliegt, dass der auch sicher abschaltet und in einen sicheren Zustand geht. Ja. Ja. Du, ich habe mich mit Jens vorhin auch über den IMAX-Wert unterhalten. Kannst du uns das auch irgendwie in einem Versuch zeigen? Na klar, ich baue den mal eben aus und dann gehen wir rüber ins andere Labor und testen das. Okay, das wäre cool. So. Okay, dann gib mir mal den Ableiter, dann tausche ich eben den Stecker aus. So, dann schließen wir jetzt mal euren Ableiter hier an. Ja. Unser Impuls wird vom PE des Prüflings gegen den N geschossen. Ja. Wir schließen den jetzt hier oben an, wo sich der Impuls entlädt. Und entladen tut er sich dann hier gegen die Erde. Okay. So, der ist fertig angeschlossen. Dann legen wir los. Dann lass uns mal den Raum verlassen. Okay. So, wir laden jetzt noch einmal die Kondensatoren, um den Impuls auf unseren Prüfling abzugeben. Ja. Ich zeige euch einmal den Impuls. Mhm. Hier oben seht ihr deutlich, dass da 50 kA über den Prüfling geflossen sind. Über den Prüfling 50 kA. Und der ist noch heile. Davon gehe ich aus.
Okay, dann gucken wir uns das mal an. Alles klar. So. Hier seht ihr, dass die Statusanzeige von dem Ableiter immer noch auf grün ist. Ja. Also alles in Ordnung. Kein Problem. Alles bestanden. Okay. Ja, das ist eine tolle Sache. Wenn die Nennspannung mal höher sein sollte, kann das der Ableiter verkraften. Und sollten die Impulse mal höher sein als die Nennwerte, ist das für deinen Ableiter auch kein Problem. Richtig.